Hallo zusammen, hier ist Marte von Verplayed. Ich bin heute bei Professor Dr. Oliver Stoll, der einen ganz tollen Artikel geschrieben hat über die sportpsychologischen Auswirkungen vom Crowdfunding für Sportvereine, Sportteams, die ein Projekt starten. Das hat vor allem damit zu tun, dass die U19 Floorball-Nationalmannschaft bei uns ein Projekt gestartet hat und dadurch sind wir eigentlich so ein bisschen in Kontakt gekommen. Deswegen erzähl vielleicht am Anfang erstmal ein bisschen was über dich und auch über deine Verbindung zum Floorball. Ja, also hauptberuflich bin ich in der Tat Hochschullehrer, das stimmt. Ich bin aber ehrenamtlich in vielen Funktionen tätig gewesen. Unter anderem war ich auch mal Präsident bei Floorball Deutschland. Von daher weiß ich, wie schwierig das ist für nicht-olympische Sportarten oder für Verbände, Sportspitzenverbände, die nicht im DOSB organisiert sind, wie schwierig es ist, da an finanzielle Unterstützung speziell für Nationalmannschaften zu kommen. Und speziell jetzt die U19-Mädels war es ja so, dass diese WM erstmals weit weg ist. Sonst sind die WMs immer häufig in Europa, die müssen nach Kanada. Das heißt, dass die ohnehin die Reisekosten ja immer fast alleine getragen haben, weil der Verband immer nur ganz wenig Unterstützung geben konnte, weil er eben nicht in der staatlichen Förderung ist. Überlegen mussten, wie sie das jetzt irgendwie hinkriegen, dass nicht wieder alles hängen bleibt bei den Spielerinnen. Und da ist dann diese Idee mit Crowdfunding entstanden, die offensichtlich funktioniert hat. Ja, es waren alle auch ziemlich überrascht. Der Simon, der Projektstarter, hat mir auch geschrieben, nach knapp 8 Tagen war das Projekt finanziert. 4.000 Euro wollte die Mannschaft haben. Jetzt sind sie auch schon bei 5.000 Euro. Du hast dich ja dann gleich auch mit den psychologischen Themen dazu befasst, was natürlich auch deine fachliche Kompetenz ist. Kannst du dazu vielleicht direkt was sagen, auch zu dem Inhalt von deinem Artikel? Ja, also ich fand, weil es eben aus meiner Sicht auch sehr erfolgreich gelaufen ist, habe ich darüber nachgedacht, warum kann sowas erfolgreich sein und habe sehr viele Parallelen eigentlich gesehen zu dem, was wir eigentlich auch in der tagtäglichen Betreuungsarbeit machen mit den Athletinnen und Athleten. Und das hat ja nur in erster Linie mal was mit Motivation zu tun. Mhm. Also das ist der erste Stichpunkt in dem Zusammenhang. Motivation hat immer was mit Zielen zu tun. Also, sehr gut, ja. Predigen wir auch allen immer. Genau, also man braucht Ziele, um aktiv zu werden, in welcher Form auch immer. Diese Ziele müssen natürlich bestimmte Eigenschaften besitzen. Sie müssen natürlich realistisch sein, also sie müssen erreichbar sein, sie müssen überprüfbar sein und man muss natürlich solche Ziele auch zeitlich planen. Das machen wir natürlich mit den Athleten auch im Vorfeld von Großveranstaltungen wie WM und so. Und genau das ist ja auch der Hintergrund, denke ich, also einer der Hintergründe ist von Crowdfunding genau da, mit diesem psychologischen Aspekt zu arbeiten, ne? Dass ich also ein Ziel generiere, das es zu erreichen gilt. In dem Fall sind das eben finanzielle Ziele, die man braucht, um ein mutmaßlich höheres Ziel, sage ich jetzt mal, also zum Beispiel Teilnahme an einer WM, überhaupt möglich zu machen. Das hat natürlich auch zur Folge, wenn sich jeder mit diesem Ziel identifiziert, in dem Fall mit der Mannschaft, es war das ja die Mannschaft, wenn die sich mit diesem Ziel identifizieren und bereit sind zu investieren, was sie auch getan haben, also zum Beispiel wurde ja die Nationalmannschaft, wurden ja Spiele sozusagen verkauft, ja, sozusagen, oder man konnte Namen auf Trikots drucken, lauter Kleinigkeiten, ja. man kriegt Postkarten aus Kanada oder dergleichen mehr, die verbunden sind mit einem gewissen, ich sage mal, symbolischen Betrag, der mehr oder weniger hoch ist, je nachdem, wie hoch der Aufwand ist, dass diese Mannschaft natürlich ja auch investieren muss nochmal und aber dann sich über dieses gemeinsame Ziel auch identifiziert. Das heißt, es entsteht sowas wie eine zielbezogene Gruppenzusammenhalt. Also auch in der Mannschaft auch jetzt. In der Mannschaft. Sowas wie ein zielbezogener Gruppenzusammenhalt und gleichzeitig eben aber auch sowas wie ein sozialer Zusammenhalt, weil die Mädels sich damit natürlich auch mutmaßlich, ich vermute es zumindest, häufiger sehen müssen jetzt im Vorfeld, um auch diese ganzen Aufgaben, die da mit diesem Crowdfunding-Projekt verbunden sind, durchzuführen. Und, also die sind dann auch in der Verantwortung natürlich, ne? Also da ist dann nicht so, dass der Projektstarter alleine alles macht, sondern die Mannschaft, die muss da mitmachen, die ist mitverantwortlich. Absolut. Und damit gehen sie ja auch eine Verpflichtung ein. Also alleine damit, dass sie ein Ziel nach außen hin äußern, oder festlegen, sichtbar,
publizieren, gehen Sie in eine Verpflichtung ein. Und die Verpflichtung bedeutet ja für Sie auch, wenn Sie die Namen der Unterstützer auf den Trikots tragen, das sind ja solche, sei jetzt mal, symbolischen Motivatoren sozusagen, die möchten sich ja nicht blamieren. Also ja. Also wenn man weiß, wir haben jetzt hier Geld gesammelt, um unser Bestmögliches in Kanada zu zeigen, dann kann das durchaus so einen zusätzlichen Effekt haben. Uns haben so viele Leute unterstützt. Wir geben hier nicht nur 100%, wir geben 110%, weil auch das wahrscheinlich sichtbar wird in der Öffentlichkeit im Nachgang des Crowdfunding-Projekts. Und eben auch ein Stück weit ist es ein Zurückgeben von. Mhm. Ja. Von dem Invest, ja, ja. Von dem Invest und dem Vertrauen, das wir bekommen haben. Ganz kurz noch, jetzt hast du ja viel darüber gesprochen, über die Motivation, psychologischen Prozess, der innerhalb der Mannschaft, die das Geld erhält. Was denkst du, sind so die psychologischen Faktoren, die das ausmachen, dass die Menschen unterstützen? Also was macht es aus, dass Menschen sagen, okay, ich öffne jetzt meinen Geldbeutel und gebe jemandem Geld? Also ich denke, das funktioniert in dem Fall bei den Mädels, bei den U19-Mädels deswegen, weil jeder, der dort investiert, sich auch Gedanken darüber macht oder sich informiert, was ist das eigentlich, worum geht es hier eigentlich, um welche Sportart geht es, um welches Projekt geht es. Es wird also Hintergrundinformation auch recherchiert. Und ist also auch gut für die Sportart an sich, ja? Die Leute lernen die Sportart kennen. Absolut, die Leute lernen die Sportart kennen. Und es ist natürlich dann auch ein Stück weit die Erkenntnis, dass es, also es ist ein Lernprozess, der bei nicht Floorball-affinen Personen passiert, dass es nicht so ist, dass man, wenn man sich für eine WM qualifiziert, automatisch alles bezahlt bekommt von irgendwelchen Verbänden oder wie auch immer, sondern dass es in der Tat sowas gibt, dass Mädels für ihren Traum sozusagen einmal bei der WM dabei gewesen sein und dann auch noch in so einem tollen Land wie Kanada, dass die natürlich ein hohes Investment eingehen, ein persönliches, also abgesehen vom finanziellen, eben auch ein persönliches, einmal diesen Traum zu haben, bei einer WM dabei zu sein. Und wenn das eben von außen auch wahrgenommen und verstanden wird und auch die Notwendigkeit, dass diese finanzielle Unterstützung da sein muss, dann denke ich, jeder, der es sich leisten kann, wird da sicherlich immer den einen oder anderen Euro dazu steuern, weil das einen auch dem Spender sozusagen ja ein Stück weit gut tut, wenn er weiß, ich habe ja eine gute Sache unterstützt. Ja. Jetzt warst du ja selber Unterstützer vom Floorball-Projekt. Erzähl doch ein bisschen was dazu. Also du hast ja vorhin auch erzählt im Vorgespräch, dass es auch richtig viel Spaß gemacht hat, weil du hast dir die Prämie ausgewählt, dass die Nationalmannschaft zu dir in den Verein kommt und einmal ein Testspiel durchführt. Erzähl ein bisschen was dazu. Da muss ich vielleicht ein bisschen ausholen. Also wie gesagt, ihr wisst ja, ich war Präsident dieses Verbandes und ich war das nicht nur das, ich war auch im IFF Central Board, also in der internationalen Vereinigung, Floorball-Vereinigung, als Funktionär aktiv und habe unter anderem eben auch mit abgesegnet, dass diese WM in Kanada stattfindet, gleichwohl zu wissen, was das für die Mädels für ein Aufwand ist. Ja. Und gleichwohl zu wissen, dass Floorball Deutschland nicht auf Rosen gebettet ist, finanzieller Art. So dass ich damit auch ein Stück weit was gut machen wollte, was ich ja auch ein Stück weit mit eingebrockt habe damals. Ja. Nein, aber ganz im Ernst, in der Tat spielt das dann natürlich eine Rolle. Ich weiß, was das kostet, darüber zu fliegen mit einer Mannschaft und dort zu sein und zu spielen. Und es geht ja nicht nur um die Reisekosten, es geht ja auch um Essen und Trinken und Übernachtung spielt alles. Also das ganze Ding kostet wahrscheinlich um die 50.000 Euro für die ganze Mannschaft, schätze ich mal. Von daher war es mir ein innerstes Bedürfnis, da helfen zu können, wenn ich es kann. Was ich gemacht habe, ist in der Tat, ich habe die Nationalmannschaft der Frauen gekauft für ein Testspiel. Nicht für einen Verein, sondern meine Lebensgefährtin ist Sportlehrerin in der Schule in Grünau. Und das ist ein schwieriges Gebiet mit auch sozial schwachem Hintergrund teilweise. Die Kinder haben es dort nicht leicht. Und ich dachte mir, da kann man zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen. Einmal den Kindern einen tollen Tag sozusagen präsentieren. Die Sportart eben auch, weil das kam ja in der Presse auch, ein Stück weit in Leipzig wieder mal zu zeigen. Und dann eben aber auch
Mit der finanziellen Unterstützung die Mädels unterstützen. Also man hat da, ich habe da mit diesen... Mehrere Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Genau, aber das hat natürlich, ich vermute das, also ich weiß es nicht mit Sicherheit, aber dadurch, dass ich in den Floorball-Kreisen kein Unbekannter bin, weil ich ja Präsident war, hat das, glaube ich, auch ein Stück weit andere Leute motiviert, dort einzusteigen. Und aber eben auch nicht Floorball-Leute. Also Leute, die mich jetzt nicht aus der Floorball-Szene kennen, haben das wahrgenommen. Ich bin in der Läuferszene aktiv und ich bin auch noch in anderen Sportarten aktiv und auf Facebook verlinkt und dergleichen mehr, die das alle mitbekommen haben. Und ich kann mir vorstellen, dass da auch einige Unterstützer aus meinem direkten Umfeld sozusagen aktiv geworden sind. Okay. Was würdest du jetzt noch Projektstartern empfehlen? Auf was sollten sie achten beim Projektstart? Auf alle Fälle gut vorbereitet sein. Das finanzielle Ziel sollte gut überlegt sein, was man dort erreichen möchte. Es muss auch realistisch sein. Ich denke, man kann da nicht in Höhen gleich anfangen, die unrealistisch sind. Damit macht man das Projekt unseriös. Also das muss gut vorbereitet sein. Auch das, was in Anführungszeichen an symbolischen Gegenwert kommt, sollte attraktiv sein. Ich glaube, das ist den Mädels, glaube ich, ganz gut gelungen. Ja. Ich hab auch die Instagram-Likes und Facebook-Likes gekauft für 7 €. Okay. Und also das, glaube ich, spielt eine zentrale Rolle, so ein Projekt gut vorzubereiten. Aber das seid ihr ja Profis. Von daher könnt ihr ja die Vereine oder die Sportlerinnen und Sportler gut beraten, denke ich mal. Also ich war mit Simon schon auch viel im Kontakt, während wir das Projekt auch konzipiert haben. Also das... Das, denke ich, ist ganz wichtig. Und wenn man das, wie gesagt, ein Stück weit auch nach innen pflegt, also das, was ich ja schon angesprochen habe, ist, dass also die Mädels und die Athleten in die Verantwortung ein Stück weit genommen werden für das, dann kann das eben auch diese gruppendynamischen Prozesse durchaus fördern und auch die motivationalen Prozesse. Ist eigentlich auch gut für die Funktionäre oder Vorstände, weil die Arbeit wird ja dann so ein bisschen übergegeben oder weitergegeben. Also dadurch, dass die Verantwortung nicht mehr alleine jetzt, ich sag mal, früher war ja immer der Vorstand so verantwortlich, Sponsoren reinholen und so weiter und so fort. Jetzt sind die Spieler da so ein bisschen selbst mit in der Verantwortung. Ja, aber ich denke, dass es keine schlechte Sache ist. Also zum einen, also ich kann nur aus der Erfahrung meiner Verbandsarbeit bei Floorball Deutschland jetzt sprechen. Es war schon immer so, dass es viel Eigeninitiative seitens der Athleten gab. Das ist nie in so einem Crowdfunding-Projekt geendet, aber diesmal hat das gut funktioniert und ob das jetzt den Funktionären so gut gefällt, dass dieses Projekt so erfolgreich ist, weiß man ja nicht, weil Funktionäre sich ja auch sehr oft über so einen Erfolg, also zum Beispiel, wir haben jetzt Gelder aus wo auch immer akquiriert, aus DOSB oder aus ein Stück weit sozusagen auch gerne mal Sonnen in so einem Licht. Das wird Ihnen ja jetzt sozusagen genommen, weil Sie es selbst gemacht haben. Ja, aber ich meine, mit konzipiert oder mit das vielleicht auch vorangetrieben. Also ich glaube, vielleicht muss man da dann die Perspektive wechseln. Und auch die Vorteile sehen. Also wenn man dann auch sieht, wie viele Leute, hast du ja selbst gesagt, es dann wahrgenommen haben, die Sportler, die vorher keiner kannte. Ja. Einfach vor allem, weil man eben auch hier über soziale Medien arbeitet. Das ist eigentlich der Hauptkanal beim Crowdfunding. Ja. Das kriegen dann so viele Leute mit. Das kann eigentlich nur von Vorteil sein, aus meiner Sicht. Aber ich bin ja auch nicht objektiv. Nein, aber ich denke auf alle Fälle, das bereichert auf alle Fälle die Möglichkeit, an finanzielle Mittel heranzukommen, außer die bisher bekannten Wege über Fördermittelbeantragung bei DOSB oder gleichen mehr. Es bereichert auf alle Fälle diese Möglichkeit und ich würde das jedem empfehlen, also den Versuch empfehlen, wenn es dann eben aber, es muss dann aber eben auch gut vorbereitet sein. Ja. Vielen Dank, Oliver, für deinen Einblick, für deine Einsichten. Wir freuen uns sehr, dass du dir die Zeit genommen hast, heute auch für die Leute da draußen in der Community, in der Internet-Community, ein bisschen Einblick zu geben in deine Gedanken dazu. Wollte ich am Schluss noch erwähnen, Oliver hat auch eine eigene Webseite, diesportpsychologen.de, richtig? Ja, also dort könnt ihr auch mehr erfahren über Themen, vor allem was psychologische Themen im Sport betrifft. Also unbedingt lesen, wir haben auch seinen Beitrag schon geteilt bei Fairplayed. Also unbedingt reinschauen. Ja, absolut. Vielen Dank.